So, ihr Süßen, wir schauen uns jetzt Fame Fighting an, und zwar den Teil von Valentina und Jan. Es gibt zwei Teile zu diesem Thema. Ich weiß nicht, welches ich als erstes hochlade. Erst die Instagram-Stories oder Fame Fighting selbst. Und genau, wir schauen uns einfach mal so ein bisschen die Pressekonferenz an und das Verbale hin und her. Und ja, quatschen mal ein bisschen drüber, wer jetzt Schuld hat, keine Ahnung. Ich glaube, alle Parteien haben dazu beigetragen, aber zu was beigetragen? Dass Valentina sagt, Jan kämpft nicht. Schauen wir uns das einfach mal an. Aber vielleicht habt ihr es euch auch schon angeschaut. Ich verlinke die Pressekonferenz nochmal unten in der Beschreibung. Also Luigi, die Frage geht an dich. Für dich ist der Kampf eine persönliche Sache. Wie wichtig ist der Sieg? Ne, nochmal. Jetzt. Jan, also es gibt kein Verlieren, es gibt nur einen Sieg. Okay. Es gibt sowas, gibt's gar nicht. Also für dich ich will, dass der in seiner perfektesten Phase kommt. Ich will, dass der topfit ist. Weil ich werde kein Mitleid mit denen haben. So, das ist die Pressekonferenz und jedem Teilnehmer werden Fragen gestellt, also jedem Kontrahenten, in dem Fall Gigi gegen Can, denen werden dann Fragen gestellt und im Endeffekt ist es, glaube ich, Ziel, dass sie sich natürlich beefen, das gehört dazu, dass man sagt, hey, ich mach den fertig, ne, den kleinen Lappen oder sowas und bis hier ist alles in Ordnung, gell? Also Gigi sagt, ne, ich möchte, dass der Topfit kommt, ich mach den fertig, alles in Ordnung, also so sollte es meiner Meinung nach, glaube ich, auch ablaufen und ja, außer dass es halt Trash-TV-Stars sind, aber mein Gott, ne? Es gibt ja auch Promi-Boxen. Ja gut, schauen wir uns das mal weiter an. Jan, bist du fertig? Du musst dein Mikro noch hoch. Ich wundere mich, dass er mich Jan nennt. Finde ich gut. Wie soll er dich sonst nennen? Verschiedene Namen. Fisch, Hund, Lutscherpuppe. Miau. Also Jan scheint zumindest mit den Beleidigungen von Gigi bekannt zu sein oder sie zu kennen. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass er, ja, ich sag mal, von ihm beleidigt wird. Das heißt, der Grund, den Kampf nicht anzutreten wegen Beleidigung, wäre jetzt somit jetzt eigentlich obsolet, weil er hat den angenommen, der hat den Vertrag unterschrieben. Und diese Provokationen sind natürlich unnötig von Gigi, ne? Aber das, der macht, der kann nicht anders, der macht das immer bei ihm, ne? Ich freue mich auf den Kampf sehr. Ich hoffe, dass es fair wird. Ich habe jetzt hier nochmal die Herausforderung an dich, weil so viele Leute haben diesen Beitrag. Ah, shut the fuck up, so. So, also. Mann, ey, ich könnte euch nicht vorstellen, wie viel ich gelacht habe gestern, als ich mir das angeschaut habe. Ich dachte, es wird so eine stinknormale Pressekonferenz oder was auch immer. Ich habe mir das nicht mal angeschaut. Erst nach dem ganzen Debakel habe ich mir das angeschaut. Ich konnte nicht mehr, ich musste so lachen. Gell? Sagt einfach shut the fuck up und so, während er da am Reden ist. Und ja, wir müssen es erstmal weiter an. So viele Leute wollen den Kampf sehen. So viele Leute haben viel Geld für Tickets bezahlt. Sehr viele Leute haben sehr viel Geld für Tickets bezahlt. Ja, okay, also der tut jetzt so, als wäre das irgendwie so ein Beyoncé-Konzert. Bro, das ist einfach nur 10 Euro oder wie viel war da der Eintritt oder der Preis? Irgendwelche Menschen, die wissen wollen, ob die euch verklopft. So, das ist jetzt nicht, weil man sich da so krass dafür interessiert. Das ist einfach nur, weil man ins Sommerhaus guckt und jetzt aus, ja, keine Ahnung, also... Das ist jetzt nicht so, als wären die jetzt irgendwelche Superstars, gell? Also übertreibt man nicht, ne? Also ich habe kein Ticket. Also selbst wenn er 6 Euro gekostet hätte, würde ich mir lieber einen Döner kaufen, als mir da für so einen Mist ein Ticket zu holen. Aber ich reagiere trotzdem drauf. Und warum sollen wir diesen Leuten nur 3x3 Minuten geben? Das sind 9 Minuten. Eugen hat mir gesagt, er gibt uns die Möglichkeit, 5 Runden zu machen. Wenn du doch sagst, du kriegst mich in 3 Runden an den Boden, dass ich in 3 Runden verliere. Eine Runde. Warum? Okay, eine Runde. Warum lässt du nicht 5? Warum lässt du dich nicht auf 5 ein? Aber wo ist dann das Thema mit den 5 Runden? Ich verstehe das nicht. Wen juckt das, ob das 5 Runden sind? Oder 10 oder 100? Es juckt keinen. Also eigentlich könnt ihr euch da in den Ring stellen, euch verkloppen, bis einer umfällt. Es juckt, die Zeit juckt keinen. Deswegen verstehe ich nicht, warum der Jan sich da so sehr versteift auf diese Zeit. So, like, uns juckt das nicht. Also wenn ich ein Ticket gezahlt hätte, wer von euch hat ein Ticket dafür bezahlt? Wie viel kostet das? Sagen wir mal 10 Euro, mehr würde ich nicht dafür zahlen. Dann würde ich einfach nur mit dem Ziegel das kaufen, damit ich sehe, dass die sich verkloppen. So, that's it. Was juckt mich die Minutenanzahl? Deswegen verstehe ich nicht, warum man sich jetzt drauf versteift. Guck mal,
Ich weiß nicht, ob ich auf Hundesprache reden muss oder menschliche Sprache. Aber menschliche ich Sprache, mal Luigi, menschliche bitte. Sprache. Du kommst mir eine Woche vor den Kampf. Ey, ich lass mal. Nicht so nah. Du kommst mir eine Woche vor den Kampf, lass mal 5 Runden machen. Nur weil vielleicht dein Trainer gesagt hat, renn mal 4 Runden von Gigi weg, damit du letzte Runde ein bisschen Kraft hast. Erstmal, das ist unprofessionell. Das ist Boxkampf. Ich werde nicht. Du hast, glaube ich, noch nie in deinem Leben 5 Runden gekämpft in Sparring. Okay, wenn es so ist, dass der Can da irgendwie eine Woche vorher kam. Und klar, es ist, glaube ich, auch eine Taktik im Boxkampf, da den Gegner so ein bisschen so lange ausbluten zu lassen. Also, ne, dass er da so lange sich auspowert, bis er keine Kraft mehr hat. Und dass man den dann fertig macht, das ist natürlich eine Taktik. Wenn es so aus dieser Sicht kommt, dann ist es natürlich nicht fair. So, ne, weil dann irgendwie vorher zu kommen und sagen, ey, machen wir doch 5 Runden, ist nicht fair. Weil ich glaube, ein Can kann, er ist auch ein bisschen schlanker. Ich kann mir vorstellen, dass er mehr Ausdauer hat als ein Gigi. I don't know. Das ist nur meine Vermutung. Und dann ist es auch so ein bisschen, na, hier, durchdacht hier das Ganze. Und es zeigt, dass du nie, du Eselgesicht, sag mal leise. Ja, das ist der Moment, man hört es sogar, das Lachen von Valentina im Hintergrund. Ich meine, ein normaler Mensch kann ja so lachen, so wenn man im Publikum sitzt. Oder man möchte auf sich aufmerksam machen und macht so. So, ne, das ist das ganze, der ganze Saal das mitbekommt und man hört sie lachen so und er springt dann drauf rein. Also in dem Moment hätte er es nicht machen müssen. Schauen wir uns das Ganze weiter an. Was sagst du dazu? Chill. Was keine Beleidigung ist, ein Fakt. Also Leute, ganz kurz einmal, also entweder... Ja, in dem Moment hat Valentina ihre Aufmerksamkeit bekommen, sie ruft dann weiter rein, klatscht in die Hände, so like, das ist so fremd, das ist so unangenehm, das ist so unangenehm. Also wenn ich da sitzen würde, ich würde in den Boden versinken vor Scham und Unangenehmtheit, das Wort gibt's nicht, aber... Ich sage das jetzt einfach so, ja, weil das ist so unangenehm. Und im Publikum bitte auch, entweder genau. Machen wir das hier vernünftig und bringen das vernünftig über die Bühne. Warte mal, Gigi, chill mal ganz kurz. Weil ansonsten macht das Ganze hier keinen Sinn. Dann bin ich raus. Ja, also sie macht halt weiter im Publikum. Sie wird nicht mal mit dem Namen angesprochen, sondern nur noch als das Publikum bezeichnet. Also Can wollte ja wohl kämpfen und sie sitzt im Publikum und labert da irgendwas rein die ganze Zeit. So like, es geht doch nicht um dich, lass doch den Mann mal agieren, lass ihn doch mal sein Ding durchziehen, alleine, mit eigener Kraft. Weil ich denke, ich hätte dem Can das schon zugetraut, dass er sich hier ganz alleine durchboxen kann und verteidigen kann, im wörtlichen Sinne so. Und sie sitzt da und labert und ruft rein und ich denke mir so, mein Gott. Jesus Christ von Nazareth, gell? Mal am Anfang jetzt ganz kurz an das Publikum. Was soll das? Warte kurz. Warte kurz. Ich bin am Sprechen. Warte kurz. Was soll das? Ich bin am Sprechen. Ans Publikum gerichtet. Bitte nicht reinrufen, weil das behindert uns in der Aussprache. Das heißt, wenn der Can spricht, dann spricht den Can keiner da rein. Und wenn der Luigi spricht, dann spricht den Gigi keiner rein. Sonst ist einfach für den Zuschauer nicht verständlich, worüber wir gerade sprechen. So. Deswegen bitte abwechselnd sprechen und aus dem Publikum keine Rufe rein. Eugen ist ja außerdem der Veranstalter und der hat sich auf einen Hauptkampf festgelegt und der lautet nicht Luigi Birofio gegen Can Kaplan, sondern der lautet ja Dogo Sanchez gegen Alex Petrovic. So, also ja, man merkt ja auch, dass der Can hier so sich so langsam echauffiert und auch so, der hat aber auch ein bisschen gebraucht, bis er sagt, ey, was soll das, warum beleidigst du meine Frau? So erstmal so ganz ruhig und so. Und irgendwann so nach 10 Minuten fällt ihm ein, ach, ich sollte vielleicht jetzt eine Szene machen, damit wir doch nicht kämpfen oder wie, keine Ahnung. Ja, und genau, Eugen erklärt hier nochmal, es geht auch einfach um diesen Hauptkampf, den Diogo und Alex haben, das will der Can eben auch. Ich frage mich, warum. So, du kannst den Mann ja auch so in 3 Runden verkloppen und pocht halt drauf, dass er diesen Hauptkampf kriegt. Und ja, also Eugen erklärt aber auch im weiteren Verlauf, dass diese Möglichkeit besteht. Also die Möglichkeit wird den Teilnehmern gegeben oder geboten. Aber da müssen natürlich beide Parteien einverstanden sein. Und Diogo und Alex haben diese Challenge angenommen. So. Deswegen, da könnte man eigentlich trotzdem drüber schwimmen, drüber stehen und einfach kämpfen. Meine Güte. Bei der Vertragsgestaltung.
genau. Als wir damals telefoniert haben, das ist schon 2 Monate her, bevor genau. Alex überhaupt Diogo herausgefordert hat. Ja. Was habe ich dir gesagt? Wie viele Runden möchte ich kämpfen? Der Can, damit das auch alle verstehen, als wir die Verträge abgeschlossen haben, der Can war von Anfang an überzeugt, 5 Runden gehen zu möchten, 5 Runden gehen zu wollen. Und er wollte auch die Unzenanzahl der Handschuhe verkleinern, also dass die Handschuhe kleiner und... Gewicht wollte ich auch höher. Ja, aber was jucken uns jetzt diese ganzen Details? Es geht doch um die Runden, deswegen verstehe ich jetzt auch nicht, warum der Eugen jetzt das mit der Verkleinerung der Handschuhe nennt. Wisst ihr, was ich meine? Das hat doch überhaupt nichts damit zu tun jetzt. Gewicht wolltest du auch höher, richtig. Und ich habe gesagt, dass das nicht funktioniert, weil Gigi 80 Kilo kämpft. Und der John hat sich dann bereit erklärt, in quasi Gigis Wünschen nachzukommen. Und deswegen diese ganze... Jetzt habe ich nur einen einzigen Wunsch. Einen einzigen. Aber John... Also das heißt, der John wollte kämpfen, hatte Bedingungen, aber letztendlich musste er sich nach den ganzen Bedingungen von Gigi richten. Das ist ja auch kacke. Wisst ihr, was ich meine? Also wurde ihm denn überhaupt ein Wunsch erfüllt? So? Weil Handschuhe kleiner, was bedeutet das? Was macht das? Ist jemand von euch Boxer? Kriegt man den Schlag dann stärker? Spürt man das dann stärker? Und Gewicht wollte auch höher. Das passt nicht. Okay, also auf jeden Fall hat er wohl Bedingungen gestellt, die nicht passen. So. Und dann will er jetzt eine einzige Sache will er. Ob ich Hauptkampf bekomme oder nicht, juckt mich nicht. Du kannst mich als erstes kämpfen lassen. Wir können auch jetzt kämpfen. Mich juckt dieser Hauptkampf, wir sind die coolen, wir haben also die meisten Reichweite. Mich juckt es nicht, dieser Hauptkampf. Okay, perfekt. 3 Minuten, 3x3, fertig, so wurde ausgemacht. Das für mich sind alles nur Ausreden. Ja, aber für mich, egal ist. Der hat noch nie wirklich Sparring gemacht, dass er 5 Runden, wer bist du? Also wenn das dem Gigi nicht juckt, dann könnte er es ja eigentlich machen. Also ich, beide Seiten sind irgendwie, ich verstehe den Gigi, glaube ich, aus sportlicher Sicht schon, weil so kurzfristig, denn die Kampfzeit ändern ist schwierig, glaube ich, wegen der ganzen Vorbereitung. Und ich glaube, der Can macht das vielleicht eher aus taktischen Gründen. Ich verstehe Gigi ihm auch in der Hinsicht, dass man sagt, hey, kämpfen, es geht doch hier nur ums Kämpfen und dass wir uns endlich mal hauen und hier ein Gewinner hervorkommt. Was soll das Ganze? Also es hört sich für mich eben auch so nach einer Hinhaltetaktik an, so ein bisschen, weil es geht einfach nur um den Kampf. Die Leute haben bezahlt. Warum muss man dann kommen und sagen, es ist so, als würdest du irgendwie ein Jobangebot kriegen, wo du keinen Bock hast und du sagst, nee, ich möchte da 10% Gehalt und dann gibt man dir das und du sagst, nee, eigentlich möchte ich aber noch ein bisschen ein paar Urlaubstage und dann gibt man dir das und du sagst, ja, aber Homeoffice wäre eigentlich auch nice. Also so, entweder du machst es, weil du es willst oder du lässt es sein. Letztens, ich sehe Story von Valentina. Can wird nicht kämpfen, weil die anderen den alle beleidigt. Oh, Mann, kurze Sache. In meinen Augen, der tut gerade diesen Sport im Schmutz. Okay. Eine kurze Anmerkung auch an dich. Es geht um dich und um Can. Lassen wir die Zuschauer sein. Bitte, euer Diskussion geht über dich und über Can. Okay. Ja, das ist auch das, was der Eugen ja auch in seiner Story sagt. Das ist halt wirklich, aber Fakt ist nun mal, die Valentina hat auch reingerufen. Das muss man auch, natürlich auch sagen. Ne? Also wäre sie jetzt die ganze Zeit ruhig gewesen und Gigi hätte da irgendwie dann gegen sie geschossen, wäre es nicht so cool. Aber natürlich geht es um ihn und Can und er sollte sie jetzt außen vor lassen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie so agiert, als würde man, so, dass man sie ignorieren kann. So, ne? Also hat er gesagt, ihm ist das egal. Mhm. Er kämpft doch hier gerne. Hier machen dann wir nicht. Hier Runden kämpfen machen. Wir gar nicht. Dann lass uns 5 Runden machen. Ihr hebt euch das für den 4. November gerne auf. 5 Runden. Was sagt der Coach? 5 Runden. Und ich sage nein, weil er mich beleidigt. Ja, und jetzt ruft die Valentina wieder rein. Also, like, girl, wenn du schon da bist, gell, dann heisch mal, sei psch, psch, psch. So, weißt du, Schweine? So, es ist so, als hätte sie... Warum hat ihr keiner einen Kampf gegeben? Dann könnte sie sich da mit der Person so duellieren die ganze Zeit. Jetzt steht sie, finde ich, dem Can irgendwo die Show, weil sie so, sich so krass in den Vordergrund rückt, dass es gar nicht mehr... Ja, ich meine, klar ist es nicht nur Can und Gigi, sondern irgendwo steckt Valentina in dieser Storyline mit drin und selbst wenn sie nicht drinstecken würde, würde sie sich zum Thema machen. Aber ich finde trotzdem, so lass den doch machen. 3x3, fertig. Okay. Vertraglich 3x3, fertig, nichts zu diskutieren. Okay. Ja, und jetzt ruft die nochmal rein, like, girl.
It's not your show. Es ist nicht deine Show. Shut the fuck up, so wie der Gigi das so schön sagen würde. Es bleibt bei drei Runden auf jeden Fall. Der Hauptkampf findet statt zwischen Alex Petrovic und Diogo Sangre. Und da freuen wir uns auf fünf Runden. Warte doch mal. Und ich komme zu dir nach Luigi, Luigi, Luigi. Chill mal. Setz dich hin. Du wirst zum Kampf kommen. Nein. Nicht, Valentina. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder Valentina und Can gehen gemeinsam raus und Luigi setzt sich wieder hin. Oder musst du nicht, aber nein, musst du nicht. Aber wir setzen uns jetzt entweder hier und führen die Pressekonferenz vernünftig oder diejenigen, die nicht wollen, verlassen den Raum. So, ich hatte das beim ersten Mal zuschauen gar nicht gesehen, aber man hört ja raus, dass Valentina wirklich mehrmals reinruft, so, ich glaube dreimal, und Gigi nicht drauf eingeht, weil auch mehr oft das ermahnt wurde, ruhig zu, also nicht drauf einzugehen, und sie ruft die ganze Zeit rein, so, like, es wäre ihre Show, und irgendwann sagt er halt, ich komme sogar zu dir nach Hause, und wie er später auch erklärt, meint er damit, dass er zu ihr nach Hause geht und den Can abholt, und dann daraufhin steht der Can wutentbrannt auf und sagt, hey, du bist meine Frau. Also es ist auch wieder so diese Situation vom Sommerhaus, die kennen wir, so auf dicke Hose machen, und dann steht die aber auch schon da vorne und sagt, Can, kämpf nicht, und also es ist wirklich so unangenehm. Also ich habe auch das Gefühl, er hat immer so den Drang, vor ihr oder so krass zu ihr zu stehen oder den Mann zu sein für sie. Und aber ich finde auch in so falschen Situationen, weil sie da so krass provoziert, dass man sie nicht mal ignorieren kann. Ich glaube, selbst wenn die weitergeredet hätten und sie ignoriert hätten, hätte sie da weitergeschrien. So, wisst ihr, was ich meine? Und die Moderatorin sagt hier, die Störfaktoren sind raus. Und in den anderen Review habe ich sogar gesagt, ich weiß nicht, ob das so cool ist. Ganz ehrlich, jetzt, wenn ich mir das Video nochmal in Ruhe anschaue, hat die irgendwo recht, weil es ist einfach ein Störfaktor. Störfaktor bedeutet in der Definition ja einfach nur ein Element, das die Situation stört. Und das ist ja schon so, dass das Voranschreiten der Pressekonferenz nicht möglich war, weil die Valentina da die ganze Zeit geschrien hat. Also es ist tatsächlich ein Störfaktor. Es ist auch keine Beleidigung. Also es muss man ja auch nicht als Beleidigung sehen, sondern es stört einfach eine Sache. Punkt. So. Ja? Kindergarten. Das ist peinlich. Genau, ist es auch. Die deswegen tun gerade diesen Sport in den Müll schmeißen. Ja, aber du musst ja nicht mitgehen. Du kannst es ja einfach, weißt du, die Schlauen ignorieren einfach. Ja gut, Gigi, du tust jetzt so, als wärst du Profisportler seit Jahren gewesen. So. Du bist von Trash-TV zu Show gehüpft, und ihr alle, die da sitzt, so. Es ist jetzt nicht so, dass ihr den Boxsport repräsentiert, sodass die Boxer sich vor euch schämen. Also es unterhält uns, weil ihr aus dem Trash-TV stammt, was einfach ein lustigeres Genre ist. So. Also ich würde es euch schlecht reden. So. Es macht Spaß, dazu zu gucken. Aber ich glaube, so die richtigen Boxer dieser Welt werden sich jetzt nicht deswegen im Grab umdrehen, so, weil deine Valentina rumgeschrien hat. Gell? Jetzt würdest du für den Sieg gehen? Also ich habe Geld ausgegeben. Luigi, per favore te lo dico in italiano, ti siedi, grazie. Okay, einmal ganz kurz, auch für den Zuschauer, der zu Hause jetzt. Ja, also so wie wir Gigi kennen, stellt er dem Can dann auch mal so einen Hundenapf hin und Hundefutter, und das ist natürlich einfach auch witzig, gell, das muss man schon sagen. Also ich musste da auch lachen, als ich mir das angeschaut habe. Und ja, also am Ende des Tages kann ich mich hier nur wiederholen und sagen, ganz ehrlich, der Can tut mir in dieser ganzen Konstellation am meisten leid, weil er so sehr durch den Dreck gezogen wird und er aber so sehr an seine Ehre als Mann festhält, seine Frau zu verteidigen zu müssen. Und ich denke mir so, Honey, ich glaube, deine Frau kann sich wirklich ganz gut selbst verteidigen. Und ich meine, im Endeffekt irgendwo, klar, es tut einem leid, aber irgendwo generiert auch Reichweite durch das Ganze. Er ist irgendwo auch nicht ohne, also der ist aber auch ein bisschen kratzbürstig, ne? Das muss man schon sagen. Also der ist auch ein bisschen jetzt nicht so dieser ganze friedliche Mensch, so, sondern irgendwo hat er auch schon Ähnlichkeiten zu ihr, ne? Das muss man schon sagen. Und dass er sich da auch so aufführt und sagt, fünf Runden und bla, anstatt sich da hinzusetzen und zu sagen, hey, wir wollen diesen Kampf,
wir duellieren uns, machen hier ein bisschen Trash-Talk oder wie das heißt, und that's it. Nee, man muss da trotzdem auffahren und ja, und beleidigst meine Frau und ich gehe. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass beide halt wirklich 14 sind und so total sprunghaft und unüberlegt Dinge machen, aber eigentlich so krass als Mann und Frau angesehen werden wollen, aber beide in dieser Mischung einfach so eine super explosive Mischung sind, so, ne? Also super anstrengend, so wie so Kinder, die in eine Beziehung eingegangen sind, so. Man denkt sich so, bitte trennt euch, ne? Damit Jan vielleicht echt nochmal aus dem was wird, so. Also ich glaube, der ist echt ohne sie wirklich auch angenehmer eventuell, aber in dieser Mischung, oh mein Gott, also boah, unangenehm. Ich fand diese Pressekonferenz unglaublich lustig. Also nicht nur dieser Talk, sondern auch die anderen Gäste tatsächlich fand ich sehr, sehr witzig. Also hat mich unglaublich unterhalten. Ich weiß gar nicht, wo der Boxkampf ausgestrahlt wird. Ich glaube, man sollte sich das tatsächlich anschauen. Ich wollte es mir eigentlich nicht anschauen, aber wenn ich mir das angucke, das ist auch eine gute Promotion, muss man schon sagen, auch für den Boxkampf. Ich freue mich drauf. Guckt ihr das? Habt ihr das ganz verfolgt? Und was haltet ihr von unserer lieben Valentina mal wieder? Es ist einfach köstlich. Bis bald, ihr Süßen.